Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Die heutige Sendung kommt vom lieben Erik, dessen YouTube-Kanal und Lieber-Account in der Videobeschreibung verlinkt sind und hat mich nichts gekostet. Das ist also quasi eine Spende für das Projekt. Was ist das Projekt? Das erfahrt ihr morgen oder habt es gestern erfahren, je nachdem in welcher Reihenfolge ich die Videos hochlade, da das FAQ-Video gekommen ist bzw. morgen eben kommen wird. Und dort das natürlich erläutert wird, nur für die neuen Abonnenten, die sich damit vielleicht noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Bevor wir anfangen, es gibt noch zwei kurze Informationen. Zum einen gibt es den Koffer für 2018, der wird doch erscheinen, allerdings in einer etwas abgespeckteren Version. Er wird ungefähr 300 € kosten und wird weitaus weniger Karten enthalten, aber dafür ist er so eine Art Grundset für die, die sich so einen Koffer quasi auch generieren möchten und sich nicht alles im Internet zusammensuchen möchten, die kriegen das hier auf einen Sitz. Mehr dazu gibt es allerdings dann nochmal separat, wenn es soweit ist. Darüber hinaus habe ich möglicherweise eine relativ lukrative Sammlung am Start, die ich mir jetzt doch mal gönnen werde vom lieben Michael, und von dem habe ich auch nochmal 3 Karten besorgt aus dem Tournament Pack, die relativ viel wert sind. Und das heißt, in nächster Zeit wird doch wieder ein bisschen mehr kommen, hoffe ich zumindest. Und ja, es geht offensichtlich wieder bergauf. So, was haben wir jetzt vom lieben Erik bekommen? Wir bekommen eine Bestie von Talwar in Ultra Rare. Ist eine sehr schöne Karte. Das Problem ist nur, dass es die eben auch in Deutsch bzw. in Englisch in Ultra Rare gibt. Und soweit hier nichts zensiert wurde, oder wenn wenigstens das Layout anders gewesen wäre, okay, kann sie nicht in die offizielle Sammlung, da das eben nicht das ist, worauf die Sammlung aus ist. Da es diese Karte eben in dieser Seltenheit schon auch auf Deutsch und Englisch gibt. Aber sie kommt in meine private Sammlung. Ich habe in meiner privaten noch keinen. Und ja, ich separiere meine private und meine offizielle House of Cards Sammlung, obwohl eigentlich beides mir gehört. Ja, gut. Was haben wir noch? Genau, cool. Wir haben hier ein paar Astral Pack Holos. Das ist jetzt die edle Waffen Galatin. Das Coole ist, wenn Erik mir Karten schickt, sind meistens eben solche Karten dabei. Entweder Hobby-League-Karten und die ein oder andere japanische oder eben diese Astral-Pack-Super-Rares, denn die muss ich mir dann nicht mehr zusammen kaufen. Und ja, das ist halt immer ein bisschen nervig, weil sie sind im Prinzip nichts wert und da muss man wieder suchen, wer hat sie, und sie hat auch nicht jeder, und wenn, dann will man sie nicht einzeln tauschen, muss man einen größeren Betrag tauschen. Ah, und das ist immer zum Kotzen. Deswegen finde ich das halt richtig, richtig cool. Und es geht auch mit Super Rares aus dem Astral Pack weiter. Da haben wir nämlich noch edle Waffen, oh Gott, Afroy de Tyr, falls das ausgesprochen wird. Ich muss sagen, die finde ich noch ein bisschen hübscher als die. Die ist ein bisschen düsterer. Ich stehe auf düster, ich bin Metalhead. Ha. Und dementsprechend auch mit dem Mond hier im Hintergrund und auch im Allgemeinen die ganze Landschaft hier richtig morbide. Richtig cool gemacht, richtig schön. Auch in Super Rare sieht sie halt echt geil aus. Super oder Ultra wäre so, oder auch vielleicht Ultimate wäre die optimale Rarity für die Karte. Auch als Rare würde wahrscheinlich gut aussehen. Es gibt eigentlich keine Rarität, wo ich sie mir irgendwie übermäßig hässlich vorstellen könnte, außer vielleicht in Gold Secret. Gut, dann Magiebuch Sternhalle, auch eine Karte, die ich optisch extrem ansprechend finde. Einfach unglaublich geil, die Karte. Die war, glaube ich, auch schon beim letzten Mal dabei. Richtig nice, aus dem Astral Pack 3. Dann ebenfalls eine Karte, die ich optisch richtig cool finde. Ewig Infernales Zerreißen. Ich weiß nicht, ich finde das einfach cool. Wir haben einmal diesen düsteren, dunkelblauen Himmel, diese Gräber im Hintergrund, schön schwarz, und dann eben hier dieser Kontrast mit diesem knallroten Ding und den Blitzen. Das sieht einfach extrem nice aus. Ich habe mich ja immer darüber beschwert, dass Zauber- und Fallenkarten so blaulastig sind, wie jetzt auch diese Altergeist-Fallenkarte, die jetzt im letzten Set rausgekommen ist, die einfach nur blau ist und sonst gar nichts. Richtig scheiße gemacht, aber so, wenn das Blau gut eingesetzt wird, ordentlich in Szene gesetzt wird, dann passt das auch. Jetzt geht's los mit den beinahe schon angekündigten Hobby-League-Karten. Da haben wir einmal hier den Grand Mole, der dadurch glänzt, dass seine Parallelstreifen nur nach unten gehen, nicht quer. Also, keine Ahnung. Ich habe auch noch eine Wiedergeburt in der Rarity und noch ein paar andere Karten aus der Hobby-League, die bloß in eine Richtung die Streifen haben. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist, ob das irgendeine andere Variante ist, ob das irgendeinen Unterschied macht. Keine Ahnung. Genau, aber Grand Mole, richtig cool. Dann Mystische Tomate, von denen habe ich auch schon ein paar gespendet bekommen. Die ist wohl, verschenkt man wohl gerne, sage ich mal. Habe ich jetzt, müsste es meine 5. oder meine 6. sein, richtig nice. Auch den hier habe ich schon ein paar Mal, den glänzenden Elfen.
Das müsste jetzt mein vierter sein oder so. Auch die glänzenden Elfen in Hobby League oder aus der Hobby League habe ich alle gespendet bekommen. Dann Graceful Charity, das ist meine vierte mittlerweile. Auch gespendet bekommen, alle drei. Ne, wobei, Moment, ich glaube, die habe ich gekauft. Ne, die Charities hatte ich gekauft, genau. Von meinem Händler damals. Das ist meine erste gespendete. Dann Verstärkung für die Armee, gleich zweimal mit am Start. Eine sehr, sehr schöne Karte, auch in der Seltenheit, wobei die halt so viele Prints hatte, ne. Echt tot geprintet, die Karte mittlerweile. Dann Royal Degree. Müsste ebenfalls zweimal dabei sein, genau. Die habe ich jetzt auch schon ziemlich oft im Hobby League. Muss mal gucken, wie oft, aber achtmal bestimmt. Aber man kann nie genug haben. Sieht einfach Bombe aus. Dann der reißende Tribut. Ist natürlich eine Karte, die vielleicht beim einen oder anderen Sammler auch in der Hobby League Variante gesucht ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht 1 oder 2 Euro geht, dass das gar nicht die billigste ist. Aber genau weiß ich es natürlich nicht. Und zu guter Letzt Ruf der Gejagten. Und die ist halt ein bisschen komisch, weil da sieht man den Hobby League Effekt fast gar nicht auf der Kamera. Kann man, glaube ich, überhaupt nicht einfangen. Und seht ihr das? Das ist irgendwie in der Folie drin. Also nicht hier außen, sondern tatsächlich in der Folie. Das ist nicht irgendwie auf der Karte, das ist irgendwie Dreck oder so, sondern das ist in dieser Folie reingeprintet. Da muss wohl irgendwie was da fehlgelaufen sein. Auf jeden Fall richtig cool. Vielen Dank dir, lieber Erik. Mal wieder echt eine Freude gewesen, deinen Brieflein aufzumachen. Beziehungsweise in dem Fall die Plastiktüte. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das jetzt entweder das FAQ-Video sein wird oder eben das Video dann von Yugi Kitty, genau, Yugi Kitty, habe ich vergessen. Von der kriege ich auch noch Karten gespendet aus der neuen Kyber Collection und dann kommt ja noch der gekaufte Bulk aus der Kyber Collection von Creepfan. Die werden wir natürlich auch noch sehen. Also eins dieser Videos wird dann wohl das nächste sein. Ich würde sagen, wir machen es gut, beziehungsweise ihr macht es gut, ihr haltet die Ohren steif und wir sehen uns.